wieder alles Geld, aber stimmt auch nicht. Vielen Dank, Herr Präsident. Mein Name ist Dröse. Meine sehr verehrten Kollegen, zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Land des westlichen Balkans aufnahmebereit. Ein Zitat von Staatsminister Roth gestern bei uns im Ausschuss zu vernehmen. Ende Oktober verlässt die Großbritannien, ein enorm wichtiger Partner und Nettozahler die EU. Mitte Oktober will Brüssel die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit zwei Problemländern, nämlich Albanien und Nordmazedonien, beschließen. Die AfD steht dieser Idee sehr kritisch gegenüber. Andere sehen das ähnlich, zum Beispiel Frankreich und die Niederlande. Präsident Macron selbst sagt völlig zu Recht, dass die EU erst ihre eigenen Probleme lösen muss, bevor es Frankreich über neue Mitglieder nachdenkt. Macron spricht hier mehr von Annäherung und nicht von Beitritt, eine Position, die unserem Standpunkt sehr nahe kommt. Meine Damen und Herren, warum diese Eile? Und Juncker nennt sogar 2025 als Zielmarke. Eine Tatsache, die in Tirana und Skopje als Versprechen klingen muss. Die EU lernt nicht aus ihren Fehlern. Die Kopenhagener Kriterien müssen erst vollständig erfüllt sein. Das ist die Position der AfD-Fraktion. Wir fragen uns, wo liegt denn der europäische Mehrwert, der vielbeschworene, der ökonomische Nutzen für die EU, wenn zum Beispiel Albanien beitritt? Laut Kopenhagener Kriterien heißt es auch funktionsfähige Marktwirtschaft und Fähigkeit, den Wettbewerbsdruck innerhalb des Binnenmarktes standzuhalten. Die AfD bekennt sich zu einer funktionierenden Wirtschaftsunion. Ein weiteres Kriterium für den Beitritt lautet Stabilität, vor allem institutionelle Stabilität. Die Realität sieht hier so aus, dass die Opposition in den Kandidatenländern das Parlament boykottiert, Verfassungsgerichte arbeiten eingeschränkt oder gar nicht. Meine Damen und Herren, die Pro-EU-Argumente finden wir absolut nicht überzeugend. Die EU hat Probleme ohne Ende. Brexit, Migrationskrise, man könnte eine lange Reihe bilden. Und in dieser Situation sollen allen Ernstes neue Mitglieder aufgenommen werden. Natürlich gehören diese Länder des Westbalkans zu Europa. Aber solange eine Vielzahl von Kriterien nur unzureichend erfüllt ist, in Albanien noch stärker als in Nordmazedonien, solange sollten keine Versprechungen gemacht werden und solange kann man auch nicht über einen Beitritt verhandeln. Die AfD als bürgerliche Fraktion möchte gute Beziehungen zum Balkan auf allen Ebenen, aber eher im Sinne einer echten privilegierten Partnerschaft. Die AfD als bürgerliche Fraktion möchte aber keine Beitrittsverhandlungen auf der Basis der jetzigen Realität. Meine Damen und Herren, zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Land des westlichen Balkans aufnahmebereit. Ich sagte schon ein Zitat von Staatsminister Roth. Wir lehnen diese Anträge der Koalition somit ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Florian Hahn.